Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir FIFA 22 Karriere weiter mit dem ersten FC Sylt an die Scheibe als Trainer. Und bald beginnt die Saison. Wir müssen noch gucken, vielleicht irgendwann noch den einen oder anderen Transfer. Erstmal Trainingstag simulieren wir schnell. Und ich würde sagen, aber wir gehen vorher natürlich ins erste Spiel rein. Wird natürlich höchst spannend. Wer wird da eigentlich unser erster Gegner sein? Weiß ich gar nicht. Nochmal Training, ja, Schnellsimulation, komm, mach hinne. Oder kann ich gar nicht? Hartmann ist verkauft. Kann ich. Ah, jetzt habe ich versehentlich da drauf gedrückt. Simulieren. Kann ich gar nicht. Das nervt ja total mit den ganzen Trainingstagen. Kann ich gar nicht mehr einkaufen, wenn es dann losgeht. Doch, kann ich noch. Ja, ich möchte jetzt gerne das erste. Alter. Nein, wir wollen Martin nicht verkaufen. Auch ein Martin. Nur ablehnen. Wir brauchen Martin auf jeden Fall. Was ist denn das für eine Frage? Na, jetzt hab ich alles simuliert. Alter. Ich habe noch keine Zeit dafür. Oh Mann, jetzt habe ich was gestoppt. Oh, was war das? Ich habe versehentlich irgendwas gedrückt. Willkommen zur Pressekonferenz. Meine erste Pressekonferenz. Nun bereit für Ihre Fragen. Der frühere Schiri von Sylt, die Fans enttäuscht. Wie wirkt sich die Aufstellung aus? Ich vertraue meiner Mannschaft natürlich. Ich vertraue geht meiner Mannschaft. Die Jungs können das schaffen. Unserem harten Training ist das Team stark genug, einen Platz im Tabellenkeller zu verhindern. So. Das Team. Dieses Team kann einiges, da bin ich mir auch ganz sicher. Das Team kann sich da unten raushalten. Wir werden relativ mühelos einen Platz im Mittelfeld holen. Wir werden gewinnen. Was ist das denn? Mittelfeld? Der Verpflichtung von Sommer von ist. Wir sehen die Fans den ersten Einsatz herbei. Was erwarten sie? Eine Weile. Das hier. Oh, ich treffe immer die richtigen Entscheidungen. Wahnsinn. Das ist auch eine Qualität von mir. Vielen Dank, bitte keine weiteren. Ich hätte sie noch Stunden hier beantwortet. Er steht aber wieder auf, der Andi. So. Das müssen wir erstmal die Mannschaft angucken. Wen haben wir denn stehen? Leider nicht mehr Friedrich. Es tut mir mal auch so leid. Gehen musste. So, was haben wir? Das höchste auf der Bank ist 65. Oh, warte. So, ja, ich sollte mal vielleicht wieder einen Stammtorhüter rein tun. Set immer haben wir noch Hahn hier. Ich tue mal den Hahn rein für den Meier. Und sonst bleibt alles so, wie es ist. Perfekt. Ja, so speichern wir und gehen in das erste Spiel der Saison rein. Gegen SC Werl. Simulieren natürlich. Eine kurze Ansprache. Leute, ne? Können das schaffen. Das ist ein einfacher Gegner. Unser erstes Spiel in der Liga, da müssen wir natürlich, haben wir einen kleinen Druck, mal zu performen hier mit dem FC Sylt, ne? Aber wir schaffen das. Einer für alle und alle für einen, ne? Anstoß. Wer hat den Ball? Gegnerteam. Aber gleich gehört er uns. Dieses starke Pressing. Aber hinten die Viererkette bleibt stark abgefangen hier von Dreier. Ja, mal hier ruhig die Pässe auch nach hinten spielen. Jetzt aber durch. Steck ihn durch. In die Mitte. Bring ihn in die Mitte. Schuss! Schuss! Oh, da musst du selber schießen. Martin, der wollte. Den müssen wir. Was macht denn der Keeper da? Martin müssen wir wohl doch verkaufen. Nee, alles gut. Wir wollen ja eigentlich ein paar Neuverpflichtungen, weil ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Gut abgefangen von Martin. Rüber. Auf die 10. Spiel in die Mitte. Abschluss, Abschluss. Boah. Knappe Sache, aber wir sind hier. Wir sind das bessere Team, das merkt man gleich. Willi, lass ihn nicht durch. Ich weiß immer noch nicht, wie ich ihm die 2 geben kann, aber egal.
Boah, was soll das denn, Neumann? Hin hier vorne. Jetzt müssen wir ran. Die 21 zustellen, das Tor. Der soll nicht zum Abschluss kommen. Boah, super gehalten, Neumann. Alter. Jetzt Ecke. Jetzt haut den Ball da schnell raus. Boah, was war das denn? Stand da. Wessen Mann war das? Martin ist ja der Ballverteiler. Der Nummer 6 ist ja top. Kaiser. Über auf Hendricks. Nee, hier ist der Dreier wieder. Dreier muss ihn jetzt in die Mitte bringen. Die 6. Ja, wir kommen nicht. Keiner kommt zum Abschluss. Auf die 8. Rüber auf die 10. Oh, zu weit auf Willi. Willi, mach ihn in die Mitte. Ja, erstmal ganz zurücklaufen. Aber super Lauf. Super Lauf. Jetzt muss er zum Abschluss kommen. Schieß. Nee, das war eine richtig schlechte Position zum Schießen. Deswegen ist es gut gemacht, dass du nicht geschossen hast. Oh, oh. Willi hinterher. Ja, achte jetzt erstmal drauf heran. Lass ihn da keinen Freiraum. Stellt ihn zu. Stellt ihn zu. Boah, das war ein Hin und Her. Gut gehalten, Neumann. Boah, zum Glück diesmal die Ecke rausgehüpft. Oh, nee. Was war es? Pfosten? Oh mein Gott. Oh, was ein Abwurf in Marcel Neuer Manier. Das kann nicht wahr sein. Der hat zu viel das Fußball-Event geguckt. Er wirft zweimal zum Gegner ab. Nee. Was soll denn das, Neumann? Ich muss gleich wieder Radmann einwechseln. Er wirft zweimal zum Gegner. Oh, wäre der angekommen, wäre natürlich super, aber so war es ganz schön scheiße. Müsste aber wieder drauf. Und wir können uns jetzt hier nicht so fertig machen lassen. Gut geblockt. Ne, hau ihn raus, hau ihn raus. Wir gehen in die Halbzeit. Wir gehen in die Halbzeit, ganz ruhig. Die Schüsse? So viele? Also, Leute, wir waren die bessere Mannschaft eine lange Zeit. Und dann kam da ein kleiner Fehler von Neumann, aber wir sind nicht sauer auf einen Spieler. Wir haben das zusammen verbockt. Der Ball kam nicht weg. So, jetzt konzentrieren wir uns und machen nochmal zwei Buden. Verdammt, verstanden? 3-2-1, Mainz, FC Sylt. Jetzt, wir haben Anstoß, wir sind Ballbesitzer. Den Ball kann uns keiner nehmen. Den Ball kann es keiner nehmen. In die Mitte irgendwie die Pille. Machen wir eine Flanke vielleicht. Was war das denn? Jetzt wurden es ja bei genommen. Ein Fehlpass von Öztürk. Der ist eigentlich der super Sub. Jetzt mal. Ja, ganz klares Abseits, habe ich auch gesehen. Boah, das war mal. Öztürk, was ist denn los? Mit deinen Fehlern hier. Oh, 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 gut abgefangen hier von Schröder. Seitdem Horn Kapitän ist, hat er noch kein Zoma. Schieß, schieß! Er lässt sich so lange Zeit. Jan. Mann. Guter Versuch. Wollen wir machen? Auf 7, auf 7. Oh, wie hält er den? Wir haben noch eine Ecke. Und gleich, was die Halbzeitansprache so bewirkt hat, ne? Bring ihn rein in die Mitte. Oh Mann, jetzt müssen wir zurück. Lass ihn auf keinen Fall freien Raum. Oh nee, die 30 ist so frei da drüben. Und jetzt nach vorne. Oh Mann, was ein Pass schon wieder. War abgefälscht, ne? Den kann man nicht so frei zum Schuss kommen lassen. Wir müssen eingreifen. Ich greife hier ein. Die Management meine ich. Okay, wir brauchen jetzt nochmal die Frischen. Vorne. Schreiber kriegt die Binde. So. Schneller Wechsel und jetzt. Oh, was macht denn die Neuen jetzt plötzlich? Wo sind die Anzeigen da? Hendricks. Noch ist noch nicht gewechselt. Die Wechsel werden aber hoffentlich fruchten. 2-0 liegen wir hinten. Gegen Werl. Werl, keine Ahnung. Oh Mann. Oh, guter Ball jetzt über die Außen, komm. Willi, bring ihn rein. Schieß, einer muss schießen. Oh Mann, er hält alles. Tide. Der wird gleich gekauft, Mann. Gott.
Ecke ein Tor wird, ne? Mittlerweile sind da auch die Wechsel und die Spieler schon eingewechselt. Was spielen die jetzt für ein Zeitspiel denn schon? Gegner. Ist ja auch unsportlich. Mann, Mann, Mann. Leute, ran. Ihr müsst dranbleiben. Ach, 89. Minute. Das ist hart. Nicht mal mehr der Konter zu Ende. Es gibt Momente im Leben, da verliert man, da ist man am Boden, ne? Und dann gibt es aber auch Momente, wo man glorreich wieder aufsteht. Klar fangen wir jetzt in der Saison mit dem hier gerade an. Aber ich sage so, wir werden stärker zurückkommen. Wir brauchen nur ein paar neue Transfers, aber noch nicht. Oder am 31. ist Deadline, ne? Ach, weil ich kann noch nichts mehr kaufen. Jetzt ist Deadline. Hä? Eben anders? Egal. Der hier ist es, den will ich holen. Der kommt als Profi hierher. Super, war schon mal den ersten Jugendspieler, ja. So, nächstes Match gegen Halle. Das müssen wir gewinnen. Wir können nicht zwei Spiele hintereinander verlieren. Aber warte mal, ich stelle nochmal um. Jetzt Tür können wir nämlich nicht, also, weiß nicht. Irgendwie bin ich nicht so, wenn ich Öztürk nicht so überragend. Dafür kommt Meier rein. Neumann auf links. Dreier, der hat gute Aktion gemacht. Den wechsle ich nicht aus. Ich brauche eigentlich nochmal welche für die Innenverteidiger. Ich habe nur zwei Innenverteidiger, fällt mir gerade mal so auf. Und die beiden müssen spielen. Und Neumann hat mir überhaupt nicht gefallen, deswegen stelle ich Radmann jetzt wieder ins Tor. Das geht so nicht. Er kann hier sich nicht so melden. Aber wir gehen ins zweite Spiel der Saison. In letzter. Also. Verliert, super. Aktion, Team. Wir haben letztes Spiel verloren. Ja, passiert dem Besten. Aber das heißt nicht, dass wir diese Saison nicht noch ein Spiel gewinnen werden. Und das heute, das ist so eins, dass wir gewinnen werden. Also, kommt nochmal zusammen. Erster FC Söll, 3-2-1, let's go. Gegen am Anstoß, das, da macht man auch schon wieder nichts. Ne? Aber wir gehen sofort gut drauf. Wir brauchen den Ball. Wir können nur mit Ball ein Tor machen. Wir können nur mit Ball ein Tor machen, also holt euch die Pille. Die werden stark angreifen, das habe ich vorher gesagt, glaube ich. Zumindest, nehme ich im Sinne. Super Bälle spielt hier. Die 17, weiter auf die 11. Oh, ist das schön kombiniert. Jetzt auf Willi. Willi, bring ihn in die Mitte irgendwie. Irgendwie muss ihn reinbringen. Oh, und schon der erste Schuss, so will ich sehen. Die Gegner haben noch keinen Torschuss. Glaube ich. Also können auch kein Tor machen. Wie denn ohne Torschuss? Ja, haben schon einen Torschuss. Und so noch kein Tor. Oh, super wiedergeholt hier von der letzten 8. Mal Hahn. Super gemacht. Oh, ich dachte schon 1-0. Schade. Guter Versuch. Wir machen weiter. Wir lassen uns davon nicht runterkriegen. Los, holt den Ball wieder. Super hier. Wieder Hahn. Hahn ist top, in Topform gerade in diesem Spiel. Das ist dein Spiel, Hahn. Oh, Willi. Hepas. Ich sehe nicht, ob das so sein muss. Abseits, ganz klar, haben wir alle gesehen. Das macht so Willi. Macht kein. Oh, Mann. Das war letztes Mal so eine gute Taktik, aber die haben sich das letzte Spiel natürlich angeguckt. Haben sie gesehen, was das für eine super Taktik ist. Haben sie zwei Leute hingestellt, da musst du da nicht hinpassen. Oh, für 6 durchgesteckt. Ne? Oh, abseits. Schieß! 1-0! Horn, der Captain. Deswegen ist er der Captain. Jawohl! 1-0. Und jetzt spielen wir das 1-0 erstmal locker runter.
gefällt mir doch hier. Wir bleiben da ganz locker dran. Jetzt super abgefangen hier von Hahn. Hahn spielt jetzt gerade das Spiel seines Lebens, glaube ich. Oh, was Hahn in dem Pass gemacht hat, ich weiß nicht. Hahn ist auf jeden Fall in Topform, der gefällt mir richtig gut. Bald wird der Captain, obwohl Horn hat ein Tor gemacht, ne? Horn. Oh mein Gott, nein. Wir müssen da hinten verteidigen, habe ich gesagt. So viel über Hahn und Horn gequatscht, dass wir da ein Gegentor gekriegt haben. Jetzt müssen wir uns hier erstmal beruhigen. Spielt lockere Bälle. Nee, nicht so was Riskantes. Spielt euch locker vor. Oh, super gemacht von Schröder. Top. Zweitcaptain. Weil es Hahn rausgeht. Nee. Oh. Köhler. Gut verteidigt. Bist hier der Sohn von. Ne? Köhler da mit der Hero-Karte hier in FIFA. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Bitte. Bitte, Rüdiger. Jetzt lockere Pässe. Ah. Was war das denn? Achso, Halbzeit. 1-1 zur Halbzeit, Leute. Wir hatten die 1-0-Führung. Wir haben es verkackt. Ja, wir haben mehr Chancen. Die haben 0 Chancen. Check ich nicht. Wir haben 0 Chancen. Wir haben ein Glückstor gemacht. Ja. Aber wir werden zurückkommen in der zweiten Halbzeit. Wir werden die jetzt platt machen. Wir zusammen. Spielt nicht diese gefährlichen Bälle und auch bei so einem Abseits oder Foul oder sowas, macht da nicht diesen Ball nach vorne, den haben die gesehen im letzten Spiel. Macht den nicht, spiel den kurzen. Ja. Und wir werden das gewinnen. Standen 3-2-1 FC Sylt. So. Jetzt machen wir auch Anstoß. Die müssen sich erstmal den Ball jetzt holen. Oh nee, wer ist denn die Nummer 19? So, Nummer 19, zeig mal an hier. Neumann, was soll denn das? Oh, jetzt aber. Oh, war eine gute Idee. Aber wir müssen die sicheren Pässe spielen. Wir müssen uns sicher nach vorne kombinieren. Nee, ne? Nee, ne? Da macht der Huter das 2-1 für die. Was soll denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, Mann, jetzt macht aber auch das 2-2, Jungs. Nee. Komm, jetzt müsst ihr euch den Ball erstmal wiederholen. Holt euch den Ball. Super, super. Und jetzt spielt ihn locker, ja. Super Bälle hier durch das Zentrum. Und jetzt auf. Oh, super weitergelegt. Jetzt müssen wir aber irgendwie in die Mitte kommen. Oh, super gut kombiniert. Ja. Ja. Schuss, Schuss. 2-2. Wir hauen mit dem Doppelpack. Okay, jetzt machen wir einen taktischen Wechsel. Taktischer Wechsel. Stopp. Taktischer Wechsel. Brauchen jetzt unsere Super Subs. Also, Neumann hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen kommen jetzt Hendricks und Öztürk rein nochmal. Wir haben letztes Spiel nicht so performt, aber Öztürk hat das letzte Mal performt gut, als ich ihn eingewechselt habe. Das hoffen wir jetzt natürlich auch. Oh nee, das ist eine zu große Lücke. Raus mit der Pille, raus. Oh, Ecke. Oder? Jetzt haben wir auch die neuen drin. Mit Jürgen Hendricks. Super rausgeklärt. Super. 2-2 ist aber, da sind wir noch nicht mehr zufrieden, ne? Beim FC Sylt. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Oh, zum Glück. Geht der rüber. Spielen rüber zu. Was ist das denn für ein Ball? Es kommt an. Super Ball. Mach ihn! 3-2! Öztürk, der Super Joker! Das gibt's ja nicht! Das gibt es nicht! Öztürk, du bleibst jetzt für immer auf der Bank! Du kommst immer nur rein! Oh geil! Öztürk schon wieder! Jetzt müssen wir das hinten aber dicht machen! Nur ein paar Defensive wechseln! Nee! Oh, super gehalten! Radmann auf dich ist Verlass! Das gibt's ja nicht! Eine Flanke? Boah! Nimm richtig Zeit von der Uhr, Junge! Alles gut und einen weiten Abschlag, ja. Oh, der kommt auch wieder an. Radmann macht ja die super Abstöße. Vielleicht noch einmal rein. Ah, abseits, ja. Der Baranda. Lasst euch keinen mehr einschenken. 85. Minute. Spielt ihr die Zeit von der Uhr? Hau ihn um. Auch mal gelb jetzt. Gelb fürs Team. Oh, super raus. Ja, und jetzt einfach nach vorne. Nach vorne. Schieß ihn nach vorne. Nee. Das gefällt mir nicht. Abpfiff. Das ist der Sieg und ich habe es vorher angekündigt, dass gegen Halle ein Sieg kommt. Ich bin stolz auf euch, Team.
haben es zusammen gemeistert. Klar, Öztürk hat den entscheidenden geschossen, aber wir haben es zusammen gemeistert. Alter. Berlin gewinnt 1-0 gegen Braunschweig. Sollen sie auch machen, ist mir auch egal. Ich sag nur eins hier. Die Sieger des heutigen Tages, die kommen aus Sylt. Hier, was willst du? Erstmal Bello. Davon habe ich geträumt. Danke, dass ich bei den Profis ran durfte. Ich möchte unbedingt allen zeigen, was ich für dieses Team leisten kann. Ich weiß, dass von dir noch einiges kommen wird. Du hast mich beeindruckt. Du hast niemanden enttäuscht. Das hier kommt. Arbeite einfach hart an dir und konzentriere dich. Noch hast du nichts erreicht. Nimm dir ein Beispiel an deinen erfahrenen Kollegen, dann erkennst du, wie du dich in der Zukunft halten musst. Das ist super. Hallo Boss. Es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es so wollen, dann spiele ich gerne als Stürmer. Nein, ist kein Problem für mich. Du kannst noch mehr. Aus meiner Sicht machst du das gut. Ich mache das, was für dich am besten ist. Du kannst noch mehr. Es ist natürlich so, dass er jetzt erstmal schlecht wirkt. Aber ich will es so sagen, dass er schon top spielt, aber noch mehr kann. Deswegen sage ich das. Ich bin mit dir zufrieden, sowohl was die Einstellung als auch was es für die Leistung angeht. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Du musst konstanter werden. Könntest du auf dieser Position eine glänzende Zukunft haben? Genau das wollte ich sagen. Und der ist auch zufrieden mit. Und wir spielen gegen Bremen im DFB-Pokal. Das ist ja der Wahnsinn. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao.